In diesem Video zeige ich dir, wie du Winkel misst. Du hast schon in dem vorhergegangenen Video gesehen, dass es verschiedene Winkelarten gibt, wie zum Beispiel diese beiden. Das sind spitze Winkel, das ist ein rechter Winkel, das hier ist ein stumpfer Winkel und das ist ein überstumpfer Winkel. Dann gibt es noch den Vollwinkel, aber den kann man hier auch nicht wirklich messen. Der hat eh immer 360 Grad. Ich zeige dir jetzt, oder das ist ja auch bei dem 90 Grad Winkel hier, ne? Oder dem rechten Winkel, den musst du eigentlich auch nicht wirklich messen. Da will ich dir aber noch eben was zeigen. Deswegen habe ich den mit aufgenommen hier. Messen wir zuallererst den ersten spitzen Winkel hier. Da ist der Scheitelpunkt. Und du legst, um einen Winkel zu messen, die 0 hier von deinem Geodreieck immer dahin, wo der Scheitelpunkt ist. Da legst du das genau drauf. Richtest das dann hier genau auf der Linie hier aus. So genau. Und dann gehst du hier hoch. Hier hast du eine Skalierung. Ne, hier. Da musst du den kleineren Wert natürlich nehmen, ist klar, weil hier fängt, hier ist ja 0 Grad, 1, 2, 3, 4, hier ist 10 Grad, 20 Grad und hier siehst du dann, ne, sind das 30 Grad. Das heißt, dieser Winkel hier ist 30 Grad groß, hier schreibst du jetzt hin Alpha gleich 30 Grad und hier machst du das noch so kenntlich. Manchmal schreibt man auch hier direkt die 30 Grad rein, das kann man auch machen. Okay, kommen wir zum nächsten Winkel, da ist es auch wieder ganz einfach. Hier legst du auch wieder die 0 hier an beim Scheitelpunkt, ne, richtest das hier an der Linie aus und dann kannst du hier einfach mal gucken. Dann sind das 10 Grad, 20 Grad, 30 Grad, 40 Grad, 45 Grad. Dann ist Alpha hier gleich 45 Grad. So einfach ist das. Jetzt hier beim 90 Grad Winkel oder auch beim rechten Winkel, ne, da siehst du es eigentlich meistens schon. Zumindest wenn du es auf Karo-Papier hast, siehst du sofort, dass es 90 Grad Winkel ist. Aber auch hier wieder gehst du hier auf den Scheitelpunkt, richtest das aus und das Geodreieck hat hier genau eine Hilfslinie. Und daran siehst du es, wenn das natürlich genau hier rechtwinklig ist, dann ist es ein rechter Winkel. Du siehst hier diese Striche, die da drauf sind. Dieser hier und dieser, ne? Das ist so eine Markierung. Ne? Das ist extra dafür. Siehst du das? Genau. Das sind dann 90 Grad. Da musst du auch gar nichts reinschreiben. Dann machst du nur einen Punkt rein. Dann weiß jeder, das ist ein rechter Winkel. Okay, kommen wir zum stumpfen Winkel hier. Da müssen wir es mal immer gucken, ne, wo wir das anlegen, das Geodreieck. Wenn ich es jetzt hier anlege, kann ich natürlich nichts messen. Ne? Dann geht das ja hier nach oben oder es geht hier lang. Ne? Dann probiere ich es erstmal so oder so. Könnte man es auch mal probieren. Schauen wir erstmal so. Ne? Jetzt lege ich das hier wieder bei 0 an. Und jetzt muss ich natürlich, hier fängt es ja an bei 10 Grad, 20, 30, 40, 50 und dann geht das hier weiter. 60, 70, 80, 90, 100, 110 und dann sind wir hier irgendwie bei, ich lege es nochmal genauer hin, ne? 10, 20, 30, das heißt die Skalierung nehmen wir, dann sind wir hier bei 128 Grad oder 127 Grad. Ich sehe es jetzt nicht ganz genau, weil ich hier immer schräg davor sitze. Dann sind Alpha oder ist Alpha gleich 100. 27 Grad, ne? So einfach ist das. Okay, bei diesen Winkeln ist das tatsächlich wirklich ein Kinderspiel. Dieser hier ist ein bisschen schwieriger, da müssen wir ein bisschen was rechnen und eine kleine Hilfskonstruktion machen. Weil der hat ja über 180 Grad und das ist natürlich dann blöd, hier das zu messen, wenn ich es hier anlege. Ne, kann ich ja bis maximal hier 180 Grad gehen und dieses Stück hier würde dann fehlen. Deswegen mache ich das auch so. Ich trenne jetzt erstmal hier die 180 Grad ab mit so einer Hilfskonstruktion. Dann weiß ich, dass das hier 180 Grad sind. Ne? Und das hier fehlt ja noch. Und dann muss ich quasi diesen Winkel hier noch messen und den zu 180 Grad dazu zählen. So, das mache ich jetzt. Jetzt lege ich wieder hier an. Ne? Wenn ich jetzt hier, da lege ich das Ganze an, 10, 20, 30 und so weiter. Ich kann es aber auch hier anlegen, es geht auch, wenn ich so anlege, ne, du siehst es eigentlich egal. Ne, dann haben wir hier 10 Grad, 20, 30, 40, 50, das sind hier 60 Grad. Ne, dann sind das 60 Grad und dann musst du nur noch 180 Grad plus 60 Grad rechnen und dann kommst du auf 240 Grad. Ne, jetzt kannst du hier Alpha gleich 240 Grad. Ne? So einfach ist das. Das ist die einzige Schwierigkeit hier, wenn du einen überstumpfen Winkel hast und den spitzen Winkel, den rechten Winkel und den stumpfen Winkel, die kannst du ganz einfach messen. Bei einem Vollwinkel weißt du, der hat immer 360 Grad. Okay, das war's zu diesem Video. Jetzt gibt es noch ein paar Aufgaben und dann sage ich schon tschüss, bis zum nächsten Video.